Das Ende des Abkommens über den Export von ukrainischem Getreide löst Unruhe aus. Russland beabsichtigt nun, Schiffe in den betroffenen Gebieten des Schwarzen Meeres als potenzielle Gegner einzustufen. Auch die USA sind alarmiert und halten Angriffe auf zivile Schiffe für möglich, da Russland möglicherweise zusätzliche Seeminen in den Zufahrten zu ukrainischen Häfen platziert hat. Dieser terroristische Angriff zeigt, dass nicht nur die Ukraine und das Leben unserer Menschen ins Visier genommen werden. In den heute angegriffenen Häfen waren etwa 1 Million Tonnen Lebensmittel gelagert. Diese hätten bereits an die Verbraucherländer in Afrika und Asien geliefert werden sollen. Mit jedem solchen Angriff appellieren wir immer wieder an unsere Partner. Der Luftschutz der Ukraine benötigt Verstärkung. Im Hafenterminal, das heute Nacht am stärksten vom russischen Terror betroffen war, waren 60.000 Tonnen Agrarprodukte für den Versand nach China gelagert. Top-Experten rufen die NATO auf, einzuschreiten und wertvolle Frachtschiffe zu eskortieren. Das britische Verteidigungsministerium warnt vor möglichen Angriffen auf die russische Schwarzmeerflotte durch ukrainische Drohnenschiffe und Raketen. Insbesondere jetzt, da Russland angekündigt hat, Schiffe als potenzielle Gegner einzustufen. Die russische Schwarzmeerflotte muss nun wahrscheinlich aktiver werden, um den laufenden Handel zu unterbrechen, trotz der Risiken durch ukrainische unbemannte Wasserflugzeuge und Küstenverteidigungsraketen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat die Angriffe Russlands auf die Hafenanlagen in Odessa, einer wichtigen Stadt für die ukrainische Getreideausfuhr, scharf kritisiert. Er bringt diese mit der Beendigung des Getreideabkommens durch Russland in Zusammenhang. Selenskyj betonte, dass diese Angriffe nicht nur die Ukraine treffen, sondern alle, die ein normales und sicheres Leben anstreben. Selenskyj hat das Militär angewiesen, die Hafeninfrastruktur besser zu schützen, und das Außenministerium soll verstärkt internationalen Druck aufbauen, um den normalen Export von ukrainischem Getreide fortzusetzen. Russland hatte am Montag das Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer gestoppt. In den darauf folgenden Nächten griff das russische Militär Hafenanlagen im Gebiet Odessa mit Raketen und Drohnen an. Es gibt auch Berichte über Luftangriffe in anderen Gebieten der Ukraine. Das russische Verteidigungsministerium hatte die Angriffe als Vergeltung für die mutmaßliche Beschädigung der Brücke zur annektierten Halbinsel Krim durch ukrainische Wasserdrohnen bezeichnet. Nicht nur die Krimbrücke wurde beschädigt, sondern auch die russischen Sicherheitsgarantien für den Export von Agrarprodukten aus 3 ukrainischen Schwarzmeerhäfen liefen aus. Die Ukraine verteidigt sich seit fast 17 Monaten gegen die russische Invasion, und der Konflikt hat tiefgreifende Auswirkungen auf die regionale und globale Lebensmittelversorgung, da die Ukraine einer der größten Exporteure von Getreide und anderen Agrarerzeugnissen ist. Nun, wir haben verschiedene Vorschläge auf dem Tisch. Die Kommission hat auch von 60 Milliarden gesprochen. Unser Dafürhalten sollten wir ein Gesamtpaket schnüren. Also nicht nur auf der einen Seite so eine Einzelmaßnahme rausgreifen und über letales Gerät sprechen, sondern wenn, dann muss auch die makrofinanzielle Hilfe, die humanitäre Hilfe, dass wir das Gesamtpaket der Unterstützung EU für die Ukraine besprechen und nicht sozusagen Einzelpunkte rausnehmen. Eines ist klar, wir werden weiterhin der Ukraine solidarisch zur Seite stehen. Wir werden sie weiter unterstützen, aber in welchem Ausmaß und wie das finanziert wird im Einzelnen, müssen wir noch besprechen. Und ich würde sagen, machen wir es so, wie wir es in der Vergangenheit gehandhabt haben. Wir sprechen hinter geschlossenen Türen, einigen uns und treten dann an die Öffentlichkeit, wenn wir als EU eine Einigung haben. Sie sagen, die Ukraine weiterhin unterstützen und diesem Gesamtpaket, aber andererseits, da muss ich jetzt nachfragen, sagt ihr, Österreicher sind noch nicht bereit, mehr einzuzahlen in das EU-Budget, über das ja diese Makrofinanzierung laufen soll. Also wie passt das zusammen? Naja, das passt natürlich zusammen, weil es geht doch über Umschichtung, es geht doch über Verschiebungen innerhalb des Budgets. Hier sind nicht alle Rahmen ausgeschöpft. Das ist nicht eine Position, die wir alleine einnehmen, sondern die Nettozahler als Club gemeinsam einnehmen. Das ist die normale auch Diskussion mit Term Review des mehrjährigen Finanzrahmens. Also da überrascht mich das nicht. Das ist kein Widerspruch, sondern eine normale Diskussion, wie wir sie etwa auch in Österreich beim Finanzausgleich haben. Wir wissen, die Kommission weist das zurück oder sagt, das geht nicht. Aber auch das ist normal, haben wir jedes Mal bei dieser Midterm Review. Also auch das überrascht mich nicht. Wir wissen, Russland bombardiert jetzt den Hafen von Odessa. Wie muss die Europäische Union jetzt reagieren, auch mit dem Blick darauf, dass Russland den Getreide-Deal jetzt auch gekappt hat, beziehungsweise
zurückweist und aufkündigt und dementsprechend es schon Drohungen gibt, dass man die Getreideschiffe womöglich als Kriegsziel angreifen wird. Also ich muss ganz offen sagen, das ist ein Zynismus gar nicht mehr zu überbieten, was hier von russischer Seite geboten wird. Es ist im diametralen Widerspruch zu dem von Ihnen so propagierten Narrativ. Das ist ein Schlag ins Gesicht eigentlich von Staaten in Afrika und anderswo, die auf dieses Getreide angewiesen sind. Und ich glaube, Moskau bemerkt es auch gerade, weil Putin ja versucht, jetzt eine Kurve zu kratzen. Wir von der Europäischen Union haben Angebote gemacht, wie man den legitimen Ansinnen Russlands entgegenkommen kann. Da war Möglichkeit da, es war Flexibilität, aber nicht von Russisch. Genau. Sanktionen gegen die Agrarbank aufzunehmen. Ja, oder es gab verschiedene andere technische Möglichkeiten, wie man ein Vehikel hätte schaffen können, um das zu ermöglichen. Aber da war dann nicht mehr die Bereitschaft auf Moskauer Seite. Ich halte, für mich ist es ganz klar, wir haben wieder eine Situation, wo Moskau den Hunger als Waffe einsetzt, in einem Zynismus, und dann auch noch die wesentlichen Häfen bombardiert als Reaktion. Also das ist eigentlich kaum mehr zu toppen, was wir hier sehen. Die Rolle auch der Türkei gefragt zeigen, sein, um auch weiter Getreideschiffe quasi im Schwarzen Meer auch sichern zu können. Ist Österreich da bereit, auch quasi der Türkei das entgegenzukommen, um dafür auch quasi diesen Schutz der Türkei auch für Getreideschiffe? Und wir anerkennen sehr stark die Rolle der Türkei, die hier sozusagen eine Scharnierfunktion haben, gemeinsam mit den Vereinten Nationen natürlich. Wenn Sie jetzt ansprechen darauf, was am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius zum Thema wurde, ich glaube, das ist vom Tisch. Das war sozusagen ein Teil der Debatten rund um den Beitritt Schwedens. Die Position der Europäischen Union ist seit Jahr und Tag sehr klar. Wenn es zum Beispiel um die Frage Visa-Liberalisierung geht, haben wir, ich glaube, 72 Bedingungen gestellt, die sind noch nicht erfüllt. Die liegen immer noch am Tisch von europäischer Seite. Der Beitrittsverfahren sind auf Eis gelegt, auch schon seit Jahr und Tag, und die Positionen haben sich nicht geändert. Auch Österreichs Position hat sich dann überhaupt nicht geändert? Hat sich nicht geändert. Momentan keine Beitrittsgespräche mit der Türkei. Absolut. Eine Frage noch zu den Getreideschiffen im Schwarzen Meer, die hier bedroht werden. Ist das für Sie eine Option oder eine Möglichkeit, dass diese Schiffe militärisch in die Leitschutz bekommen auf dem Weg im Schwarzen Meer, oder halten Sie das für zu riskant? Das Problem ist ja, glaube ich, vor allem einmal Versicherungen. Also es muss eine Versicherung gefunden werden, die so ein Schiff auch versichert. Und das ist in Wirklichkeit das wesentliche Thema. Wenn man nicht weiß, ob nicht Seeminen plötzlich auf der Route sind. Und ich glaube, Geleitschutz ist dann nur die letzte Maßnahme. Man kann hier wirklich nur noch appellieren, Ukraine ist ein wesentlicher Lieferant, auch für das World Food Program. Und dass hier Russland einen Riegel vorschiebt und damit in Wirklichkeit die Not von Millionen Menschen verschärft, ist eigentlich unbegreiflich und widerspricht ihnen auch massiv bei ihrem Narrativ, das sie in Afrika immer wieder propagieren, dass Europa hier Sanktionen verhängt hat. Es gibt keine Sanktionen von der Europäischen Union auf Nahrungsmittel oder Getreide. Das ist reines, selbstgebautes Unglück der Russen, und sie lassen es jetzt Menschen in der dritten Welt ausbaden. Noch eine Frage zum Thema Türkei. Sie sagen aktuell keine Beitrittsverhandlungen mit der Türkei. Will man der Türkei irgendwie anders entgegenkommen? Ist sie ja dann noch ein wichtiger Partner für die EU, gerade auch beim Thema? Wir haben eine sehr gute und sehr enge Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir brauchen auch die Türkei, ganz klar. Denken wir an die Migration, denken wir an den Sicherheitsbereich. Hier gibt es ja verschiedene Deals, die wir auch mit Ihnen haben, und Finanzströme. Nur ich glaube, dass die Debatte, die in Vilnius kurz aufgekommen ist, am Rande NATO-Gipfel mit der Frage Schwedenbeitritt zur NATO, ist eine, die nicht die EU betrifft. Wir sind auch nicht zum Beispiel dabei, und dass daraufhin jetzt von der EU ein besonderes Entgegenkommen notwendig wäre, das sehe ich nicht. Das ist innerhalb der NATO geklärt worden, und es ist gut, dass es dort geklärt wurde, und das bleibt auch dort. Können Sie sich grundsätzlich vorstellen, dass man nochmal mit der Türkei wirklich führt, dass man noch? Also ich war selber zugegen bei den damaligen Diskussionen, wo wir es letztlich auf Eis gelegt haben. Die Argumente, die damals angeführt wurden, sind heute genauso gültig, haben sich nicht geändert. Und wir haben uns ja damals sogar für einen formellen Abbruch ausgesprochen, weil wir gesagt haben, in Wirklichkeit sollten wir eine pragmatische, funktionierende Nachbarschaftspolitik aufbauen mit der Türkei, statt diese Illusion von Beitrittsgesprächen, die seit Jahren eigentlich tot sind und nicht funktionieren. Wir brauchen die Türkei, die Türkei braucht uns, und das wäre eigentlich ein Gegenstand, um hier eine funktionierende, sinnvolle, pragmatische Nachbarschaftspolitik aufzubauen, die Sicherheit betrifft, die Migration betrifft, die Wirtschaft betrifft, die Zollunion betrifft. Das wäre, glaube ich, der richtigere Weg.
Herr Außenminister, noch eine Frage. Ich habe es nicht ganz verstanden, Ihre Antwort zu dieser Peace Facility zum Aufstocken. Sind Sie jetzt durchaus dafür, dass man sagt, man... Also Punkt 1, wir werden weiterhin natürlich die Ukraine unterstützen, als Europäische Union, auch Österreich. Aber wogegen wir sind, ist, dass wir jetzt einzelne Elemente des Unterstützungspakets herausziehen. Und das da reden Sie wir nur... Auch schon gemacht für die Peace Facility. Ja, aber jetzt reden wir über eine fünfjährige oder vierjährige Perspektive. Gleichzeitig haben wir im mehrjährigen Finanzrahmen das Ansinnen, hier ein Paket von mehreren Milliarden nochmal zu schnüren. Ich glaube, das Ganze sollte zusammen gesehen werden und das ist unser Ansinnen, dass wir alle Bereiche, humanitär, makrofinanzielle Hilfe und die militärische Hilfe, wo sich Österreich nicht beteiligen wird, dass wir das zusammen sehen und auch zusammen... Das ist getrennt, weil sich Österreich auch nicht wirklich nein. Deshalb ist es außerhalb des Jugendschießens. Es ist am Ende außerhalb und die Diskussion. Was wir fordern, ist, dass die Diskussion zusammengeführt wird. Dass es ein Volet gibt, ein Paket. Wo das dann rechtlich angesiedelt ist, und natürlich ist die European Peace Facility etwas anderes als Budgetlinien innerhalb des EU-Budgets, aber das sollte eine gemeinsame politische Diskussion sein. Danke sehr. Denken Sie, der Krieg wird ewig dauern? No, nothing is endless and for us Austrians it's very clear, the best way to... Nein, nichts dauert ewig. Für uns Österreicher ist klar, am besten können wir die Ukraine unterstützen, indem wir sie bei ihrem Kampf ums Überleben und beim Kampf um ihre Freiheit unterstützen und das tun wir auch. Wir hoffen, dass bald Gespräche stattfinden können. Frieden kann jedenfalls nur am Verhandlungstisch erreicht werden und nie auf dem Schlachtfeld. Because one thing is for sure, peace can only be done on a negotiation table, never on the battlefield. That never changed. Bezüglich des Getreideabkommens, was tut sich da? We are still hopeful that we can find a new deal and prolong it. Da laufen die Verhandlungen mit den Russen tatsächlich noch. Ein Problem ist, dass man das, was übers Meer transportiert werden kann, über die Landwege nicht ausgleichen kann. Das ist nicht möglich. Die Ukraine ist aber einer der größten Lieferanten des Welternährungsprogramms. Diese zynische Handlungsweise der Russen gefährdet Millionen Menschenleben in Afrika. Und das ist wirklich zynisch. The World Food Program. So this cynical action by Russia actually endangers the lives of millions of people in Africa and elsewhere, and that is cynical. Thank you, Mr. Thank you.